Lasst uns mal einen Blick auf die Kameras des teuersten Faltsmartphones der Welt werfen. Das Huawei Mate XS bietet ein Triple-Lens-System mit zusätzlichem Tiefeninformationssensor. Die Standard-Weitwinkelkamera kommt mit 40 Megapixeln und einer Blende von 1,8 und deckt ein 27 mm Blickfeld ab. Wer heranzoomen möchte, kriegt mit der 8-Megapixel-Kamera eine Blende von 2,4 und 81 mm Blickfeld, das optisch stabilisiert ist und auch mit Hilfe des Hauptsensors einen bis zu fünffachen Zoom erreichen kann. Wer jedoch eher einen weiteren Blick haben will, kriegt mit der 16-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera ein Blickfeld von 17 mm bei einer Blende von 2,2. Alle drei Kameras bieten Autofokus, der mit Phasenvergleich arbeitet und zumindest beim Hauptsensor und dem Telesensor durch Laser unterstützt wird. Die Weitwinkelkamera nimmt Fotos standardmäßig in 10 Megapixeln auf und nutzt Pixel Binning, also die Zusammenführung 4 benachbarter Pixel zu einem, um eine höhere Lichtempfindlichkeit pro Bildpunkt zu erreichen. Das Resultat sind in fast allen Lebenslagen helle, kontrastreiche und lebendige Fotos. Die Zoom-Kamera auf der anderen Seite wird nur bei genügend Helligkeit auch wirklich verwendet, da die Blende von 2,4 ansonsten zu dunkle Aufnahmen erzeugen würde. Die Stabilisierung auf der anderen Seite klappt sehr gut, egal ob Fotos oder Videos damit aufgenommen werden. Es wird dabei auf die Kombination aus einem optischen und elektronischen Stabilisator gesetzt. Bei der Ultraweitwinkelkamera gibt es ebenfalls gute Ergebnisse. Wenn auch nicht ganz so detailreiche Fotos wie zum Beispiel bei einem Mate 30 Pro oder P40 Pro, die mit einem viel größeren Sensor mit deutlich mehr Megapixeln aufwarten können. Jedoch hat das Mate XS mit 17 mm Brennweite umgerechnet auch ein etwas weiteres Sichtfeld als die 18 mm bei Mate 30 Pro. Das klingt jetzt ziemlich nah beieinander, aber in der Realität ist das ein deutlich weiteres Bild. Das sind im Grunde genommen auch die Daten des Kamerasystems aus dem Huawei P30. Genauso wie beim P30 kann der Ultraweitwinkel hier im Mate XS auch Makroaufnahmen mit bis zu 2,5 cm Entfernung aufnehmen. Wie man es von Huawei gewohnt ist, bietet die Kamerasoftware den bekannten Look mit standardmäßig aktivierter Master AI zur Bildoptimierung. Diese habe ich bei meinen Tests fast immer angehabt, um schnell fast immer gute Ergebnisse zu erzielen. Wer mehr auf realistischere Farben Wert legt und eventuell Handarbeit im Nachhinein reinstecken will, kann die Master AI aber auch abschalten. Ich habe das nur regelmäßig gemacht, wenn ich Porträts ohne Porträtmodus mit Unschärfe-Hintergrund aufnehmen wollte. Aufnahmen im Dunkeln gelingen meist recht gut. Dank des expliziten Nachtmodus kann man die Nacht fast zum Tage machen. Jedoch klappt das nur mit dem Hauptsensor richtig gut, weil der unterstützt durch seinen RYYB-Filter wirklich auf Spitzenklassenniveau Licht einfangen kann. Der Telesensor wird wegen der zu kleinen Blende in dunklen Situationen erst gar nicht verwendet und somit nur der Hauptsensor hineingecroppt, hineingezoomt. Der Ultraweitwinkel wirkt ordentlich, ist aber bei genauerem Hinschauen doch etwas matschig, verschwommen und detailarm. Paradedisziplin für das Mate XS sind Selfies. In jeglicher Hinsicht. Da es keinen expliziten Sensor dafür gibt und man das Display zusammenfalten kann, hat man die Möglichkeit, alle drei Hauptsensoren auch im Selfie-Modus nutzen zu können. Dazu dreht man das Smartphone im zusammengeklappten Zustand einfach um und man kann sich selber durch das kleine Display auf der Rückseite
sehen und positionieren. Naja, vielleicht nicht ganz so jeck wie ich hier. Am besten ist dieses Setup aber für Vlogs geeignet. Schaut einfach mal selber. So, das war ein kleiner Test und zwar mit der normalen hinteren Kamera des Mate XS. Ohne Mikrofon, mit Maske, rumlaufen in Neuseeland. Und ich habe mir versucht, eine Straße rauszusuchen, in dem Fall, die ein bisschen was leiser ist. Und ich hoffe, dass man mich einigermaßen versteht. Und das ist die Aufzeichnung und Stabilisierung mit der normalen Kamera. Es gibt ja keine Frontkamera, deshalb wird die normale Kamera hier benutzt. Und ich wechsle gleich mal zur Weitwinkelkamera. Und jetzt seht ihr ein bisschen was mehr vom Hintergrund hier auch mit der Weitwinkelkamera. Die hat auch Autofokus, genauso wie beim P30 und ich glaube auch P30 Pro und auch dem Mate 30 Pro. Und ich glaube, damit kann man durchaus gut vloggen. Die Stabilisierung sieht auf dem ersten Blick ziemlich ordentlich aus. Und ich glaube, das kann durchaus als Vlogging-Kamera genutzt werden. Und da man sich selber sehen kann, ist das natürlich ganz perfekt als Vlogging-Kamera geeignet. Und ich hoffe, dass die Qualität auch so rüberkommt und die Qualität stimmt. Eine der besten Vlogging-Kameras, wo man sich selbst als Selfie auch noch sehen kann. Also eine ganz tolle Geschichte mit dem Mate XS. So, ein kleiner Vlogging-Test mit dem Mate XS. Ich laufe hier im Albertpark rum und schaue auf die Hauptkamera, die ich gerade in meiner Hand halte. Und damit kann man recht gute Aufnahmen machen. Man kann sich vor allen Dingen selber auch im Display sehen, um dann zu gucken, wie sieht man aus. Jetzt zum Beispiel überbelichtet und voll strahlend in die Sonne. Und hinter mir kann man da Sky Tower erkennen. Aber es ist nicht das Allerbeste, gerade wenn man ganz normal eine Aufnahme macht, dann mit dem normalen Standard-Zoom ist man doch recht nah dran. Wer weiter rauszoomen möchte, kann das natürlich auch machen und in die Weitwinkelkamera reingehen. Und das ist, glaube ich, die bessere Vlogging-Kamera aus meiner Sicht. Und damit seht ihr viel mehr von mir rundherum. Und ja, das ist, glaube ich, das perfekte Vlogging-Setup. Man kann sich selber sehen, man kann gucken, was alles passiert. Man kann sehen, ob man gerade gut belichtet ist, ob das, was man gerade im Bild haben möchte, auch wirklich im Bild ist. Solche Geschichten klappen also wunderbar. Und ihr seht auch hier HDR-mäßig ist das auch wunderbar. Also selbst die Sonne, die jetzt direkt hinter mir ist, ist relativ gut noch zu sehen und die blauen Wolken auch gut zu sehen. Also da kann Huawei auf jeden Fall gut mithalten. Insgesamt gesehen bietet das Huawei Mate XS eine gute Kamera. Klar, das Kamerasetup kommt einem irgendwie bekannt vor. Es ist die bereits ausgereifte und vom P30 bekannte Konfiguration, die gekoppelt wird mit einem etwas verbesserten Bildverarbeitungsalgorithmus aus dem Kirin 990 Prozessor. Das macht es gut. Fast sehr gut. Aber nicht zum Besten, was der Konzern so zu bieten hat. Das Mate 30 Pro ist besser. Und das brandneue P40 Pro bietet den größeren, für Videos optimierteren Ultraweitwinkelsensor. Zudem sind gerade für Nachtaufnahmen alle Sensoren beim P40 Pro auch mit dem RYYB Farbfilter ausgestattet. Trotzdem weiß das Mate XS zu überzeugen. Gerade auch für Selfies schießen oder für Vloggen dürfte dieses Setup das Beste sein, was es derzeit auf dem Smartphone-Markt gibt.